Waldläufer sind toll. Das wäre wirklich mal was, eine Gruppe nur aus Waldläufern mit ihren Tieren zu machen. Also hauptsächlich Tiere, die auch was dann einstecken können. Also Bären und so. Heilende Hände. Das klingt doch nicht schlecht. Ach ja, und ich sollte mal bei den Leuten die Inventare durchgucken. Das ist... Oh, plus 3 Verfassung. Das ist auf jeden Fall was für Palegina. Und heilende Hände für dich. Ah, da ist noch ein Skelett. Mit einer Pistole. Hm. Besser als nichts, würde ich sagen. Also für die heilenden Hände hat es sich auf jeden Fall gelohnt. So, dann noch die Turmruine. Du stehst auf eine Turmruine, die aus der Spitze eines Hügels ragt. Die Struktur aus Holz und Stein ist von öligem Ruß bedeckt und vom Fuß des Turms aus liegt Mauerwerk in einem weiten Fächer verstreut. Es scheint, dass eine Explosion für seinen Zustand verantwortlich ist. Das Gebiet absuchen. Sebalusken. Das ist immer gut. Das Gebiet weiter absuchen. Zauberbuch des Wettermagiers. Okay, weiter absuchen. Achat. Zauberbuch des Elementaristen. Kupferhaufen, das hat sich gelohnt. Flintstein und Zunder. Und das war's auch schon mit der Turmruine. Das heißt, wir haben nur noch die Höhle hier. Und dann haben wir diese Insel auch abgeschlossen. Yay. Du stehst auf die Öffnung einer kleinen Höhle. Stinkende, heiße Luft blubbert aus der Tiefe auf und in der Ferne hörst du das Zwitschern und Zittern von Xaurips, die in eine ernste Unterhaltung vertieft sind. Die Höhle betreten. Deine Stiefel knirschen und auf den vielen spröden Knochen, als du dich in das Lager der Xaurips schleichst. Na, vielleicht haben wir Glück und schaffen die Höhle auch noch jetzt in dieser Aufnahmesession. Dann können wir danach zurück nach Nekataka segeln. Mal ein paar von den Kopfgeldern abgeben und neue Sachen. Ach, da hat die Kamera ein bisschen was verdreht. So, aber erstmal Level up. Bluff und Mechanik. Effizienter heilen, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Maximal Gesundheit erhöhen wäre auch nicht schlecht. Rachsüchtiges Aufleben, nö. Unheimliches Glück, stürmischer Flug. Jeder Fernangriff des Waldläufers ist so kraftvoll, dass er glatt durch das Ziel durchschießt und dein dahinterstehendes zweite Ziel für weniger Schaden ebenfalls trifft. Das nehme ich auf jeden Fall. Ja, ich habe sogar eine neue Kraftstufe erhalten. So, für Maya auch. Sie kriegt hier oben erstmal mehr Athletik und hier unten mehr Diplomatie. Ja, würde ich am liebsten auch beide die beiden Sachen geben. Auch wenn sie sich dadurch nicht so gut ergänzen, die zwei. Aber jetzt dürfte sie auch eine Kraftstufe von 5 haben, ja. So, groß ist die Höhle ja nicht. Ein Schutzstein. Hm. Tintenfarbe und Hauer.
Incendiary, I cannot. So, jemand ist noch aufgestiegen. Ach, Xoti. Wenn Xoti aufsteigt, ist das immer gut. Xoti kriegt mal Geschichte. Und Arcana. Maximal Gesundheit. Das kriegt sie mal, weil sie ja ziemlich vorne steht. Wenn er für kurze Zeit, dass die Gesundheit des Schwerfalls Charakters auf Null fällt. Das ist nicht schlecht. Segen der Champions. Gewährt einem Verbündeten eine göttliche Dunst, wodurch ihm die Inspiration so, so hartnäckig sowie ein Bonus auf Angriffsbindung gewährt werden. Hm, nicht schlecht. Ein versenktes Siegel, das hätte ich gerne, ja. Neue Kraftstufe und zwei neue Fähigkeiten, das ist immer gut. Aber wie wirkt sich ihre Kraftstufe aus? Es ist irgendwie blöd, dass sie immer nur zwei hier jeweils hat. Das wäre echt mal nicht schlecht, wenn ich da mehr freischalten könnte. Yeah. Sure thing. Gerade was Heilung und so angeht. Okay. I'll light the darkness. Take this. Stand together. Okay, jetzt haben wir ordentlich was angelockt. Kriegshäuptling Raki. That miss. I'll land the next one. Und du fetzt mal das Ding vor mir weg. Achso, Ishizawa umgehauen. Indeed. Gut. Hm, kleiner Schild, ein guter. Was für Xoti. Yes. So, ein Siegel der Entropie. Oh. Minus 2 Macht, das ist nicht so schön. Und ein Fluch der Dunkelheit. Und das Schlimme ist, das geht nicht weg. Wieso geht das nicht weg? Hm. So, hier ist einfach nur noch mal zu essen. Da war es das eigentlich auch schon hier drin. Bis auf die Person im Käfig. Zwischen den Gitterstäben startet ein zerbrechliches und kräftiges Saurebein. Als du dich näherst, weicht das Wesen zurück und presst sie in der entferntesten Ecke des Käfigs dann gegen die Wand. Um den Nacken des Saurips sind die schmutzigen Überreste eines Federschopfes zu sehen. Sein Gesicht ist mit Farbe bemalt und die Farbe ist alt und teilweise abgeblättert. Sie wurde schon seit einiger Zeit nicht mehr erneuert. Die Insignien des Saurips deuten darauf hin, dass es im Stamm einmal eine bedeutende Rolle gespielt hat. Vielleicht war es ein Hohenpriester oder eine Mutter. Sein Zustand zeigt jedoch, diese Tage sind längst vorbei. Was ist mit dir geschehen? Der Saurip beobachtet ihn und schweigt. Sein Gesichtsausdruck verrät nichts. Den Käfig aufbringen. Geschickt schlägst du das schwache Schloss des Käfigs ab. Wahrlich schlechte Handwerkskunst. Der Xaurip bemüht sich hastig aus seiner Reichweite zu entkommen, also keine Anstalten machst, dir das Wesen zu greifen, startest zwischen dir und der offenen Käfigtür hin und her, blinzelt dabei in rascher Folge.
Er spannt sich an und stürmt dann zur Tür hinaus. Tja, jetzt haben wir das Vieh am Hals. Der Zauber beobachtet sich aufmerksam. Wer hat dich eingeschlossen? Der Zauber krabbelt hinter dich und greift nach deinem Bein. Mit einem düsteren Blick deutet es auf die andere Seite der Höhle. Dort liegt die Leiche eines großen, reich geschmückten Zauribs. Es ist einer der Champions des Zaurib. Warum verfolgst du mich? Der Zaurib legt langsam den Kopf und blinzelt. Er verengt die Augen, als ob er nicht ganz verstehen könnte, was du meinst. Er schaut zurück zum Käfig, aus dem du ihn befreit hast, und stört dich dann erwartungsvoll an. Läufst du immer deinem Anführer nach? Der Zaurib klammert sich fest an deinem Bein und weigert sich loszulassen. Du willst mit mir kommen? Er startet dich hoch, ohne zu blinzeln. Endlich gibt er dein Bein frei. Also keine Anstalten machst, es davon zu scheuchen und hüpft es aufgeregt auf und ab. Ja, die kann jetzt mein Schiff bemannen. Ist Koch und Matrose, ach du meine Güte. Warum habe ich so viele Köche an Bord? Und vor allem, warum habe ich nur einen Koch, eine Köchin, der ich vertrauen kann? Ja, Grimm Noir. Also Hagrim und Cat Noir zusammen. Das ist jetzt Grimm Noir. Und damit habe ich erstmal auch beide Orte kartiert. Ich habe Karten beider Inseln dieser Region erstellt. Sansa wird einen aktuellen Bericht über meine Fortschritte hören und bei dieser Gelegenheit auch gleich seine Karten vervollständigen wollen. Er wird in seinem Lager am Amtplatz der Königin in der Kataka auf mich warten. Mhm. Ah, bis die Kataka ist es nicht mal weit. Ich frage mich nur immer noch, was wir mit den Flüchen machen. Ja, und ich bin jetzt abwechslung mal ein bisschen abseits gefahren. Um hier noch den Fetzen aufzudecken, einfach, dass er mal weg ist. Weil wer weiß, was sich da noch versteckt. Vielleicht finden wir Treibgut. Aber Pech gehabt, okay. Das heißt, wir segeln jetzt den direkten Weg nach Nekataka. So, und bevor ich halt in die Kataka anlege, werde ich speichern. So. Also, Spielstand speichern. Das ist jetzt dann LP019. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.